Und hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Squad-Builder, den ich ausgegraben habe von meiner Seite. Ja, heute wie gesagt ein ausgegrabener Squad-Builder, ein 30k-Squad-Builder, der erstaunlich überragend ist, meiner Meinung nach. Im Tor fangen wir sogar mit einem 85er an und ein 85er im 30k ist ja schon mal richtig geil. Es ist Ugolori, es ist der 85er, denn das ist der Upgrade und von daher kann man hier auch wirklich den 85er nehmen. Und das im 30k ist schon nice, genauso wie er hier. Also man hat ja aktuell wirklich Chance, viel zu machen mit wenig Münzen. Marcelo ist unser Mann, der ist wirklich auch sehr gut. Lori, ganz standardmäßig würde ich sagen, halt ein 85er. Marcelo, mir ein bisschen zu offensiv, aber insgesamt passt er auf jeden Fall immer ins Team, egal wo man ihn hat. Er ist vielleicht kein Philipp Lahm, der hinten ist, aber auf der anderen Seite ist er dann doch sehr zweikampfstark und da braucht man dann auch nichts unbedingt sagen. So, Miranda macht also unsere nächste Position. Dann haben wir den Franzosen Koscielny. Den müsstet ihr vielleicht auch von der EM kennen. Oder ihr kennt ihn einfach so. Das ist ja, sag mal, den kennt man ja auch. Genauso wie unseren Rechtsverteidiger, wie Hector Bellerin ist er das, ja. Der ist auch, also Verteidigung, insgesamt, was sagt man zu der Verteidigung? Meiner Meinung nach, also Marcelo fast der Schwachpunkt, Bellerin finde ich eigentlich ziemlich gut. Und Miranda und Koscielny sind halt so ganz standardisierte Verteidiger. So ein, halt so ein Boateng, aber halt nicht ganz so gut. Melo ist dann auch so ein standardisierter ZDM, der halt seinen Job erledigt und das auch sehr stark, aber danach geht's dann, ist es dann auch nicht mehr so stark und ist es der Inform? Ich weiß es gerade gar nicht. Ne, ist nicht der Inform. Dann könnt ihr hier auch Eva Banega nehmen. Die ja, ich weiß nicht, sind die Europa League Sieger geworden? Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Ich glaube ja, die werden, nee. Ja gut, ist auch egal. Erik Lamela, doch, die sind Europa League-Sieger geworden gegen Liverpool. So, Lamela macht dann komplett, passt natürlich zu Pereira. Pereira im Gegensatz zum letzten Squad-Builder deutlich besser aufgehoben. Und vorne haben wir Gonzalo, er wird über Bayern spekuliert, man hört ganz viel von ihm. Ich kenne ihn eigentlich relativ wenig, außer eben aus diesem Team. Es ist Gonzalo Higuain, ein sehr guter Spieler und es ist auch mal wieder ein NLW-Squad. Was natürlich schon ganz nett ist. Ihr könnt natürlich, wenn ihr das an einen oder anderen Stelle das Team auch verändern. Ohne Frage. Ja, und das war's dann auch schon mit dem Squad Builder. Testet es mal aus. Es ist einfach eine weitere Idee von meiner Seite, die man sich mal geben sollte. Die man sich wirklich mal geben kann. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich sage bis zum nächsten Mal. Bis dann, Leute. Ciao.